Also der ist jetzt schon wieder der erste von heute. Er ist über 3 Meter. Jetzt gehen wir auf Iverdon, dort hat es noch viel mehr. Krass, du. Also jetzt sind wir hier in diesem Iverdon. Lautri. Hier ist eine mega Anlage. Da müssen wir mal her und alle vermessen. Das ist ganz grob. Das ist ja ein riesen Ding. Ich laufe jetzt einfach mal rundherum. Ich gehe hier mal filmen. Das sind riesige Dinger. Keine Ahnung, für was es da ist oder was. Aber das ist eine mega Anlage. Die hier mal hergestellt haben. Das sind da ganz spezielle Steine. Der sieht jetzt wieder ganz anders aus. Der passt irgendwie gar nicht ins Ganze hier. Die anderen haben eigentlich alle ein bisschen gleiche Form. Der ist nachgemacht. Die Form hier ist schon noch speziell.
Der dort gefällt mir am... Ja. Ah, oh, den zwei müssen flicken. Ja. Also, sie haben hier recht nachgeholfen. Sie sind also viele Steine, die nachgemacht sind. Ob das wirklich mal so ausgesehen hat, keine Ahnung. Oder ob sie da einfach so nachgestellt haben. Als Touristenattraktion. Das weiss man nicht. Ja. Aber es ist schon noch eindrücklich. Was auch immer das soll darstellen. Es ist noch eine Beschreibung, die gehen wir jetzt lesen. Schauen, was sie hier immer dran haben. Aber wenn man es so anschaut, sieht es aus wie so eine. Da sind die verschiedenen Familien hier. Die höheren Familien. Und da unten das allgemeine Volk. Man müsste zulassen, was sie erzählen. Keine Ahnung, ob es... Ja, das ist jetzt meine Interpretation. Aber mit Sonnen und Weisen, so habe ich das Gefühl. Hat es nicht viel zu tun. Sag jetzt. Schauen wir dann noch schnell Nord-Süd. Gitter und Zeug kann ich jetzt nicht. Wollte ich nicht messen. Müssen wir sonst mal hergehen. Das Dorf war ja wurscht. Vorbeiter.